Soho, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess in HD. Ich muss zugeben, ich verspäte mich eventuell etwas mit diesem Part, weil wir haben jetzt Dienstag, den 6. Juni um 22.10 Uhr, also könnte knapp werden, dass der wirklich um 0 Uhr kommt, am Mittwoch, dem 7. Also höchstwahrscheinlich nicht. Mal sehen, ich werde mich höchstwahrscheinlich auch ein paar Parts mehr aufnehmen. Ich muss allerdings zugeben, ich bin müde wie Sau und ich weiß nicht wieso. Wir sind hier in Kakariko. Was machen wir hier in Kakariko? Ganz einfach, wir haben den letzten Part hier beendet. Und ich wollte auch mal ein paar Rubine spenden hier, dass der Maro-Markt in Hyrule-Stadt eröffnet werden kann. Allerdings bin ich ja nicht doof, ne? Ich will vorher nämlich nochmal ein paar Wasserbomben kaufen. Und unsere Bomben im Allgemeinen so ein bisschen aufrüsten, ne? Ich habe auch mal nachgeguckt, uns fehlt noch eine Bombentasche. Insgesamt gibt es nämlich normalerweise drei. Zwei davon haben wir. Ich habe keine Ahnung, wo die dritte ist. Naja, ja, schön Bomben, Wasserbomben. Kabim! Gib mal 15. Passen eigentlich noch mehr rein? Nee. Okay. Dann füllen wir eine normalen Bomben auch mal auf. Ja, von mir aus. So, er hat rund um die Uhr geöffnet und wir haben wieder volle Bomben, ne? 30 und 15, sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie viele normale Bomben wir... Ja, Feuergefahr. Wie viele normale Bomben wir haben... Hatten, besser gesagt. Wahrscheinlich habe ich voll Verlustgeschäft gemacht. Ist bei mir nicht gerade selten. So, nein. Fühlt euch doch nicht alle gleich angesprochen, wenn ich irgendwas sage. Nein. Nein. So, schnell. So, den Restbetrag spenden wir jetzt, weil für Geld haben wir derzeit keine Verwendung mehr. Wir sind ja voll aufgerüstet, oder? Haben wir Pfeile? 12. Oh. Das könnte eng werden mit 12 Pfeilen. So, Spendenbox. Halt, stopp. Ihr habt da gerade was Tolles gesehen. Wir hoffen auf großzügige Spenden von dir in der Zukunft. Ja, ja, ist klar. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie schon 1000 Rubine gespendet habe. So, Pfeile. 10 Pfeile dürfte passen. Na gut, schätze, wir sind im Geschäft. Ich mag Maro nicht. Schätze, wir sind im Geschäft. 50 Stück können wir maximal, ne? Na ja, komm. So. Dürfte jetzt die letzte 7 Pfeile? Denk mal ein bisschen nach beim Einkaufen. Alter, ich hasse diesen Kleinen. Hilf uns dabei, genügend Geld zu beschaffen. Es ist so gut, wir sind die Einzigen, die zahlen. Wir sind die Einzigen. Aber wir sollen ja unbedingt helfen, weil wir helfen ja nicht, ne? Es ist ja zum Mäusemelken. Moment, kann ich eigentlich auch? Das wäre ja ein Gag. Nein, natürlich kann ich nicht nach vorne. Ich wollte jetzt eigentlich auf die erste Zahl, dann hoch, damit genau das passiert, was da gerade passiert ist. Jetzt fehlen nur noch 1077 Rubine. Ja, die habt ihr auch mal ebenso in der Portokasse. Obwohl, wir sind Abenteurer, also theoretisch gesehen müsste das funktionieren. Gut. Kakariko, was gab's hier noch zu tun? Wir haben noch viel, viel mehr zu tun. Leute, der nächste Dungeon, der muss noch ein bisschen warten, ne? Mal gucken. Also, wir haben noch ein Goldinsekt, was auf dem Friedhof sein muss. Ich weiß allerdings nicht, ob das tags- oder nachtsüber kommt. Ich glaube, wir waren tagsüber nämlich noch nie in Kakariko auf dem Friedhof. Und wenn, dann habe ich es vergessen. Mal gucken. Ich könnte auch mal gucken, ist hier noch ein Geist? Ich glaube nämlich nicht, nee. Das wäre auch ein Witz. Ja gut, tagsüber so oder so nicht. Macht irgendwie Sinn, ne? Hier ist ein Loch. Oh, gelber Rubin, geh. Haben wir schon mal die nächsten 10 Rubine, die wir spenden können. Ich habe aber auch echt keinen blassen Schimmer, wo dieses zweite Goldinsekt sein soll. Das ist ja das Komplizierte. Das hier haben wir nämlich schon. Meine ich. Ameisemann. Moment. Doch. Theta. Dann muss es ja Ameise weiblich sein. Oh oh. Ich wollte dich gerade blank ziehen, ey. Bei den großen Vögeln hat es geklappt. Na gut. Hier ist nicht das Goldinsekt, was wir...
Es ist auch super, dass Link einfach die Viecher angreift, die gerade nicht irgendwie in seiner Nähe sind, sondern die, die ganz, 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 ganz weit weg sind. Aber man muss ja schließlich mal getroffen werden, ne? Weil es ist ja... Heldenmoses, das soll ja auch eine Herausforderung sein. Kommst du auch runter? Ey, es war so klar, von hinten kommt dann einfach mal so einer. Was ist? Da, da! Oh, nicht anvisiert, trotzdem getroffen. Oh, der letzte. Sehr schön. Bist du jetzt bis hier hingesprungen? Scheiße. Oh, guck mal, Pfeile. Pfeile. Das Blöde ist, das war auch nicht einfach so zwischen Tag und Nacht wechseln können. Aber ich hätte jetzt auch keinen blassen Schimmer, wo das zweite Goldinsekt sein soll. Ist das überhaupt hier auf dem Friedhof? Ich weiß es nämlich nicht. Oder ist es eventuell sogar unten in den Katakomben? Nee. Glaube ich nicht. Ich will jetzt natürlich auch nicht den ganzen Part nur hierfür verschwenden. Dementsprechend nehmen wir eine Abkürzung zu einer Stelle, wo wir auf jeden Fall noch was holen können. Sogar, ich glaube sogar ein Herzteil, aber ich weiß es nicht. Zur Not Geld, weil Geld brauchen wir ja auch, damit wir den Maromarkt eröffnen können. Wir wollen ja alle Herzteile und alles. Oh, hier haben wir schon kaputt gemacht. Huch, das wusste ich jetzt nicht. Haben wir vielleicht auf der anderen Seite einen Goldinsekt? Das wäre natürlich ein Gag. Ich wage es zwar zu bezweifeln. Oh, ein Wasserdrache. Oh, Wasserschlangen. Yay. Bisschen makaber wäre das, wenn man das nach vorne schieben könnte. Kann man natürlich nicht. Gut, also hier ist auch kein Goldinsekt. Dann halt nicht. So, wie ging denn das jetzt mit... Achso, Ausrüstung. Ja, dann gehen wir erstmal ganz oben. Tada. So. Dann können wir auch schwimmen. Das ist toll. Wenn wir hier jetzt durch, dann müssten wir theoretisch gesehen, wenn meine Rechnung aufgeht, sollten wir jetzt auf der Hyrule-Ebene rauskommen, kurz vor Hyrule-Stadt. Natürlich nicht, wir kommen am Hyliasee raus. Ups. Ups. Das war jetzt so nicht geplant. Das war so tatsächlich nicht geplant. Ja gut. Das sind so Sachen... Da kannst du nicht mit rechnen. Das passiert einfach, nicht wahr? Ja, mir ist das gerade peinlich. Und? Also ein Herzteil ist da hinten noch in der Höhle von Ranel, das weiß ich. Aber da kommen wir noch nicht ran. Das dauert noch zwei Dungeons, bis wir da rankommen. Geister gibt es ja keine. Gut, wie gesagt, ist Tag, ne? Also. Wir haben hier überall Sidequests, Mini-Quests. Das haben wir schon gemacht. Das haben wir auch schon gemacht. Wieso ist denn hier ein gelber Punkt? Achso, das ist der Turm, ja. Das haben wir schon gemacht. Das haben wir auch schon gemacht. Haben sogar das Herzteil dafür gekriegt. Hier kommen wir noch nicht. Hier gibt es auch eine Quest. Nee. Das sind die Goldinsekten. Das sind die 60 Geisterseelen. Das ist das Angeln. Das ist das Bombenfahrt. Ich glaube, da kriegen wir sogar, wenn wir den Highscore brechen, die zweite Bombentasche, wenn mich nicht alles täuscht. Soll man es versuchen? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach, eigentlich. Was haben wir zu verlieren? Ah, ich habe einen falschen Knopf gedrückt. So, Warpen. Wir haben nichts zu verlieren. Wir haben gesagt, wir wollen eh erstmal ein bisschen weitermachen. Also, ich sag mal so, ein... Herzcontainer will ich noch haben. Ja, das sollte eigentlich ein Deal sein. Ein Herzcontainer oder... 5 Goldinsekten kommt ein bisschen überheblich, weil ich glaube, es fehlen nur noch so um die 7 oder so. Von 24. Was ja jetzt nicht unbedingt viel ist. Ja? Also, das versteht mich da nicht falsch. Allerdings will ich mich erstmal umziehen. Ich komme mit dieser Rüstung nicht klar. Die ist so blau. So, wobei ich zugeben muss, in Breath of the Wild, da sieht Link für mich aus wie ein Rocker, weil ich da nämlich eine Ausrüstung drin. Egal, das sehen wir alles, wenn das Let's Play dazu kommt. Aber das Let's Play dazu kommt erst, wenn Twilight Princess durch ist. Und das wird dann wahrscheinlich so im August. Nee. Ich glaube sogar noch später. Oh, willkommen! Dank dir konnte ich endlich mein Geschäft wieder eröffnen. Ich kann dir zwar nichts anbieten, aber mach es dir ruhig bequem. Natürlich kannst du auch ein Boot mieten. Lass es mich einfach wissen, wenn du willst. Ich könnte es ja eigentlich auch umsonst kriegen, hä? Nein, die Krüge mache ich nicht kaputt. Kriege ich nur Ärger.
Eine Kanufahrt auf dem Floß mit Begleitung für 20 Rubine. Willst du? Also gut, steig ein. Aber ich will dich. Alles klar, dann gute Fahrt. Mach's gut, du fährst jetzt an diesen Fluss runter und du wirst sterben. Yay! Und natürlich müssen wir Krüge kaputt machen. Weil wir es können. Einfach nur deswegen. Ja, wir können es sogar tatsächlich aus dem Boot raus, weil wir haben nämlich Bombenpfeile. Jedes Mal, wenn ich übrigens irgendwo gegen ditche, kriege ich erstmal schön einen Krug abgezogen. Das macht die ganze Sache natürlich interessanter, ja. So viel zum Thema interessanter. Ich finde es einfach nur zu kotzen. So. Zur Strafe gehen die Krüge baden. Ey. So. Bislang haben wir alle getroffen. Aber jetzt kommen auch noch so andersfarbige, ich glaube rote. Die ziehen, glaube ich, das Dreifache? Ich weiß es nicht. Dreifach oder doppelt. Da kommt auf jeden Fall wieder. Und jetzt kommt hier diese Stromschnelle. Oh Gott, oh Gott. Ah, die ist kacke. Die ist nicht gut. So. Zugegebenermaßen mit der Bewegungssteuerung der Wii war das geiler. Also einfacher. Mit der Control-Stick-Steuerung ist das alles echt nicht so easy. Muss ich zu. Oh, eine Brücke. Eine Brücke! Wah! Ich will nicht. Ich gehe erstmal baden. Oder auch nicht. Daneben. Getroffen. Okay. Wie? Fragt mich nicht. Ich weiß es nicht. Für jeden theoretisch gesehen nur einen Schuss, aber ich will die. Habe ich getroffen. Ich komme hier sogar relativ gut durch. Boah, was ist denn da los? Ich bin erstaunt. Bislang alles getroffen, kann das sein? Irgendwas stimmt da nicht. Nirgendwo gegenkrachen. Das ist die Devise. Das wird jetzt schon schwer, weil da kommt nämlich was, wo er gegen... Okay. Kabums! Ja, es ist gut. Oh Mann. Hatte wirklich gehofft. Hier ist auch nichts weiter. Yeah. Okay. Solange wir uns so treiben lassen können, ist alles geil. Aber hier können wir uns nicht treiben lassen. Geht auch rüber. Oh Gott. Ich merke selber, wie ich mich mit gegenlehne, damit das funktioniert. Aber natürlich funktioniert das nicht, weil... Ist ja keine Bewegungssteuerung. Ja, das ist logisch. Ja, komm. Ich konnte nichts mehr machen. Geh da rüber, Link. Er bewegt sich einfach gar nicht. Krug. Ich glaube, 25 Punkte muss man schaffen. Für... Du bist super toll. 27 haben wir. Das klingt doch schon mal nach etwas, was sich lohnen könnte. Oder wir brauchen 30. Dann wäre der scheiße. Mhm. Hoffen wir nicht, dass wir 30 brauchen. So, und jetzt knallen wir am besten auch nirgendwo mehr gegen. Hallo. Das Boot lässt sich so beschissen kontrollieren. Also das ist wirklich krank. Hui, Wildwasserfahrt. Ja, hallo. Gut gemacht. Ich glaube da nicht so dran. Das Boot ist ein bisschen demoliert. Du hast auf deiner Abfahrt insgesamt 27 Punkte erzielt. Ach. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der Erste, der über 25 Punkte erreicht hat. Und das hier ist der große Hauptgewinn. We are the fucking good. Du kannst jetzt doppelt so viele Bomben tragen wie bisher. Die Anzahl der Bomben, die hineinpassen, hängt davon ab, welche Sorte du in dieser Tasche aufbewahrst. Ja, natürlich. Bitte besuche uns bald wieder. Nö. Ich hab jetzt, was ich will. Oder muss ich das nochmal machen für den Herzteil? Nee, bitte nicht. Bitte lass das die dritte Bombentasche gewesen sein und nicht nur eine Vergrößerung. Es war natürlich eine dritte eine Vergrößerung. Das heißt, die dritte Bombentasche, ich habe keine Ahnung, wo die ist. Aber ich weiß ja zum Glück, wo der Riesenköcher ist und wir können jetzt mal Bomben tragen. Fahren wir nochmal Boot. Und versuchen mal 30 Punkte zu ergattern. Es ist so schwer. Habe ich das wirklich auf der Wii damals gemacht? Mann, war ich ein Freak.
Also wenn ich es gemacht habe. Wisst ihr was? Wir verschieben das. Wir verschieben das. Und wir warpen uns. Ich drücke immer den falschen Knopf. Moment, wieso sind da jetzt Fahnen? Hier sind Fahnen, weil? Weil Baum. Achso, Thelma. Was ist das denn hier? Wieso ist der denn? Das macht doch null Sinn. Wieso ist da jetzt ein Fähnchen? Ach nee. Hm. Ich verstehe schon. Da bin ich rausgekommen. Hier auf diesen Weg und dann bupp, war ich hier. Ja, okay. Das macht dann auch alles Sinn. So, wie lange nehmen wir auf? 15 Minuten. Das passt doch eigentlich. Warpen. Wo will ich eigentlich hin? Das ist die große Frage, nicht wahr? Kakariko? Nein. Hier auf die Ebene? Nein. Da waren wir schon. Zu den Goron? Nein. Ödö. Gerudo-Wüste? Nee. Will ich auch nicht. Ja. Irgendwas wollte ich. Aber ich hab's vergessen. Muss jetzt gerade echt überlegen, aber. Ich glaube, von da aus kann man in Hyrule Stadt rein, weil in Hyrule Stadt. Was ist denn das eigentlich? Das ist doch direkt davor Hyrule Stadt. Da weiß ich nämlich, sitzt hier ein Gorone und der braucht Wasser. Da kriegen wir ein Herz? Ja, doch, kriegen wir. Kriegen wir. Ah, dann müssen wir nur Quellwasser holen. Wo ist die nächste Quelle? Weil ich glaube, warpen darfst du nicht mit dem Wasser nicht. Schnell zu Menschen werden, sonst könnte das etwas blöd werden. Theoretisch gesehen können wir dann auch gleich mal zu Agneta. Oh, sehr schön. Ich sehe gerade, dass unten die Rubinanzahl irgendwie so immer verschwimmt. Ich weiß nicht, ob das auf der fertigen Aufnahme auch so ist, aber eben hier bei mir auf dem Fernseher war es so. Immer so. Da müsste ich mich jetzt mal so umsetzen, weil ich sitze hier immer so im halben Schneidersitz und dabei schläft mir immer das Bein ein. Man dürfte meinen, ich habe gelernt, weil mir das immer passiert, aber nö. Tue ich nicht. Weil, weiß nicht. Keine Ahnung, ist halt so. Oh, jetzt. Ja, natürlich, das, ich bin aufs Kabel getreten vom Dings. Hier ist Agneta, okay, sehr schön. Ich dachte als erstes, hier wäre die Wahrsagerin, deswegen hatte ich jetzt schon Angst. Agnetas Zimmer. Naja, als Zimmer würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Das ist schon ziemlich groß. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Ja, natürlich. Nimm meine Insekten! Aber du Heuschrecke männlich, bist du es wirklich? Ah, wenn ich die Heuschrecke sehe, wird mir immer ganz grün ums Herz. Hä? Danke, danke, ich bin so glücklich. Erlaube mir, mein Glück mit dir zu teilen. Yay, Geld. Oh yeah. Nur noch 13 Insekten, es muss von jedem Insekt ein Paar sein. Bitte suche doch auch die Partner für die, die alleine sind. Bla, bla, bla. Ja, kannst du. Ich lese jetzt um Gottes Willen nicht alles vor. Nicht, falls das jetzt irgendjemand denkt. Die Hirschkäfers. Kann ich eigentlich auch den Text schneller? Nee. Doch. Okay. Yay, Geld. So. Hä? Du hast den Stempel Agneta erhalten. Habe ich jetzt die Hälfte der... Ja, habe ich. Okay. 24 Goldinsekten, 12 haben wir schon hergebracht. Ja, kannst du... Shut up and give me your money. Yeah. Ja, weibliche. Wobei, das war eigentlich doof von mir. Mit dem Hirschkäfer, gerade mit dem Hirschkäfer, hätte ich eigentlich machen müssen, weil wir kannten den Text dazu noch nicht. Kann ich das wiederholen? Nein, der Text ist weg. Für immer. Nein. Okay, bei der Libelle mache ich das anders. Passt mal auf. Aber du, Libelle weiblich, bist du es wirklich? Ah, die Libelle. Wenn mich jemand aus so vielen Augen gleichzeitig ansieht, dann werde ich ganz... Danke. Okay. Fühlt sich wohl beobachtet, hä? Von der Libelle.
Nicht schlecht. So viele Augen, also theoretisch gesehen sind es nur zwei. Allerdings mit, wie heißt denn das? Manschettenaugen? Manschettenaugen? Nee. Irgendwie so ganz komisch. Aber du, Libelle, männlich, bist du es wirklich? Bla, bla, bla. Oh, das passt komplett. Und bam, Geld. Yeah. Noch 9 Insekten. Hier, kannst du mal sehen. Es werden immer weniger. Und bald wird es keine Goldinsekten mehr geben. Nashornkäfer. Ohne Horn. Aber du, Nashornkäfer, bist du es wirklich? Ah, der Nashornkäfer. Wie schön muss es sein, unter diesem glänzenden Panzer zu schlafen. Er hat ja echt ein Faible. Ich meine, okay, jedem das seine, ne? Aber, Ah, ich weiß ja nicht. verschlammter Hals, geil. So, Kellerasse. Ja, mal sehen, was er dazu sagt. Aber du, Kellerassel männlich, bist du es wirklich? Na, die Kellerassel. Wenn ich nur noch etwas kleiner wäre, würde ich sie gern umrollen. Würde ich sie gern herumrollen? Ach so. Na, du bist ja nett. Ich mach mich ganz klein und dann rolle ich dich einfach weg. Muss man theoretisch... Nein. Ich werde es nicht sagen, was ich denke. So, Kellerassel weiblich. Und dann haben wir das auch weg. Und dann sind wir schon auf über 20 Minuten. Ja, ja, es passt komplett. Und Kohle, Kohle, Kohle. Also ich wüsste natürlich auch andere Wege, wie man Geld farmen kann. Meine Lieblingsgeldfarm ist tatsächlich Dominus Hühnerflugstation. Weil ich einfach auf der Wii-Fassung zum Beispiel, oder war es einfach so, da bin ich immer auf der sich... drehenden Plattformen gelandet, die man übrigens auch anhalten kann. Aber ich glaube, ich habe das sogar im Let's Play schon gezeigt. Und was macht er denn da? Oder sie? Eigentlich wollte ich Quellwasser kaufen, aber der Inhaber dieses Landes ist anscheinend gar nicht hier. Das Quellwasser hier soll ja so gesund sein. Da wollte ich es meinen Kleinen zu trinken geben. Und was mache ich jetzt? Quellwasser suchen! Papa verkauft frisches Quellwasser, aber in letzter Zeit kommt keine neue Ware, deshalb hängt er den ganzen Tag am westlichen Tor rum. Wenn ich mit ihm reden will, seufzt er einfach nur. Ich mache mir wirklich Sorgen um ihn. Wenn das so weitergeht, nimmt es ein böses Ende mit meinem Papa. Kannst du nicht irgendwas tun? Ha! Ich gebe mein Bestes. Also ich würde sagen, wir sprechen noch mit dem und dann gucken wir im nächsten Part, was wir da machen können. Oh yeah. Ich weiß auch gerade gar nicht, haben wir hier nicht eventuell noch sogar ein Goldinsekt, was wir noch nicht abgegeben haben, aber ich glaube schon. Ja doch, ich glaube hier auf der Plattform haben wir. Können wir jetzt eigentlich schon da dran, weil theoretisch gesehen... müsste das sogar klappen. Ja, wir haben den Gleiter, pass mal auf. Wie kommt Agneta eigentlich hier so schnell hin? Das ist ein Rätsel, was nicht so schnell gelöst werden kann. So. Nein, 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 nein. Ganz dünnes Eis hier. So, nochmal. Ja. Hä? Okay. So. Dann lassen wir los. Wieso haben wir das nicht schon vorher gemacht? Wir haben uns auch schon da drüben die Truhe ups. La 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 la. Whoop. Daneben, weil du so schlecht bist. Okay, dann machen wir es halt nochmal. Es war Vorführeffekt, ne? Das habe ich mit Absicht gemacht, damit ihr seht, wie man es nicht macht. Versprochen. So. Perfekt. So. Eine? Was? Ja. Genau wie Zelda gucke ich auch gerade. Was? Wieso ist das ein Stemm? War nicht im Original hier sogar noch 100 Rupien. Nur, in Anführungszeichen, 100 Rubine. Aber was ist mit den ganzen Herzteilen? Wo sind all die schönen Herzen hin? So, du bist sehr westlich, Tor, niemals ohne Seife. Südlich. Niemals ohne Seife. Scheiße. Wenn ich etwas Quellwasser trinken und wieder zu Kräften kommen würde, könnte ich diesen Felsen vielleicht beseitigen. Wenn du Quellwasser hast, sprich mich ruhig nochmal an. Yeah. Ich hab Quellwasser, aber ich sag nicht woher. Oh, den wollte ich nicht bringen. Der ist einfach so rausgerutscht.
Und keiner weiß, was damit gemeint ist. Sehr schön, weil nämlich keiner bis hierher guckt. Oh, dann habe ich ja nochmal Glück gehabt. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich nochmal in Hyrule-Stadt. Übrigens sieht diese Raute sehr schön aus. Ja. Also dieses merkwürdige Gefängnis aus Zwielicht. Ah, da ist eine Kathedrale drin. Das ist eine Zwielichtkathedrale. Referenzen zu Darksiders. Ja, ich laber wieder am Müll. So, hier beende ich den Part. Oh, 25 Minuten. Ein bisschen überzogen. Sorry dafür. Egal, was soll's. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir einen Kommentar und ich sag Tschüss und bis dann irgendwann, euer Renji. Bye!